Hallo. Hey. Hallo. Hallo. Hi. Hi. Wow. Hi. Alex. Genie. Hallo, Alex. Hi. Hallo. Hi. 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 Na? Danke schön. Jetzt? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ihr dürft es rüber. Herzlichen Glückwunsch zum Kind. Danke schön. Alles gut beim Kind? Ja, super. Ja? Ja. Cool. Freut mich. Ihr wisst, wie man sich freut, wenn man Besuch kriegt. Ja. Ne? Ey, jetzt bei euch ist ein bisschen heute doof, ne, wegen Nominierung und alles. Ach ja. Ich sage erstmal der Dame, hallo. Mandy, hallo. Hey. Bitte was trinken? Ja, gerne. Ja. Wasser. Wasser. Ciao. Und wie geht's dir jetzt so nach der Geburt? Alles gut? Bei gut. Dir wenig Schlaf, aber total glücklich. Ja, das ist schön. Ja, ist total schön. Mhm. Und noch alles in Ordnung beim Kind ist. Ne? Ja, es ist natürlich immer die größte Sorge, ne? Ja, klar. Wenn man schwanger ist, dann man hofft natürlich, dass es gesund auf die Welt kommt. Und das war alles. Ja, cool. Freut mich voll für euch. Voll. Ich wusste, ich habe gar nicht mehr damit gerechnet, dass ihr überhaupt noch zusammen seid. Das wusste ich gar nicht, wusste ich nicht mehr. Ich habe zwar alles damals verfolgt, aber auch wie es mit euch anfing, aber nachher hat man ja nicht mehr so viel gehört. Ja, wir haben uns ein bisschen zurückgezogen. Ja, und ja. Ist noch ganz klein. Aber doch, hat gehalten. Ja, Gott sei Dank. Ja. Boah, jetzt Familie mit Häuschen und alles, richtig geil. Familie, Häuschen, Hund. Ja, habe ich gesehen, Hund, guter Tiber, gell? Nee, das ist ein Hoverwart. Hoverwart? Wasser. Wasser. Ciao. Und wie geht's dir jetzt so nach der Geburt? Alles gut? Bei gut, wenig Schlaf, aber total glücklich. Ja, das ist schön. Ja, ist total schön. Und noch alles in Ordnung beim Kind ist. Ne? Ja, es ist natürlich immer die größte Sorge, ne? Ja, klar. Wenn man schwanger ist, dann man hofft natürlich, dass es gesund auf die Welt kommt. Und das war alles. Ja, cool. Freut mich voll für euch. Voll. Ich wusste, ich habe gar nicht mehr damit gerechnet, dass ihr überhaupt noch zusammen seid. Das wusste ich gewusst. Gar nicht, wusste ich nicht mehr. Ich habe zwar alles damals verfolgt, aber auch wo ich es mit euch anfing, aber nachher hat man ja nicht mehr so viel gehört. Ja, wir haben uns ein bisschen zurückgezogen. Ja, und ja. Ist noch ganz klein. Aber doch, hat gehalten. Ja, Gott sei Dank. Ja. Boah, jetzt Familie mit Häuschen und alles, richtig geil. Familie, Häuschen, Hund. Ja, habe ich gesehen, Hund, guter Tiber, gell? Nee, das ist ein Hoverwart. Hoverwart, das Hoverwart. Ist noch größer. Aber aus ja, wir haben ja in Köln gewohnt. Ja. Wir sind nach dem Dorf sind halt erst zu seiner Familie gezogen und dann sind wir nach Köln gezogen und da haben wir uns dann schon geholt. Ah, cool. Dankeschön. Jetzt wohnt ihr in Baden-Württemberg oder? Nee, jetzt wohnen wir näher Hamburg. Ach, näher Hamburg? Noch weiter nördlich von Hamburg. Da, ich, genau. Wo geht's deinem Vater? Wie geht's deinem Vater? Sehr gut, der passt gerade auf den Hund auf. Ach so, also wahrscheinlich auch sehr stolzer Opa. Ja, total. Alle, also seine Eltern, meine Eltern, sind total glücklich und happy. Ist ja das erste Enkelkind bei seiner Familie und auch bei meiner. Cool. Und sind total happy. Sehr geil. Richtig cool, freut mich. Und wie ist es wieder, da zu sein? Schön, weckt alte Erinnerungen. Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Also natürlich sieht es ganz anders aus und ist jetzt nicht zu vergleichen mit dem Dorf natürlich, ja, aber auf jeden ja, Fall. Wir haben in Köln gewohnt. Schon deine krass, Leute sind schon aber rein. Situation hinein. Die kommen ab und zu besuchen. Neulich waren sie wieder da und wir waren dort und es ist halt immer richtig weit. Ne? Ja klar. Kilometer fast. Klar. Das kannst du nicht so schnell machen. Und dich zieht es nicht mehr nach Stuttgart, oder? Man merkt schon, dass da so weißt, die ganzen Freunde ja, und alles, das fehlt einem, aber was willst du machen? Ja. Das Leben geht weiter, muss ich klar. Ein bisschen auch fort irgendwie weiß, ein bisschen von Deutschland kennenlernen und immer am gleichen Platz, das bringt es auch nicht. Hasse ist direkt von Hamburg, oder? Ja, Ahrensburg, so weißt du. Also ist 30, 40 Kilometer von da der habt ihr auch das Haus gekauft dann, oder? Ja, wir sind ganz ländlich. Bei uns sind da 20 Häuser vielleicht in einem Dorf. Und ja. Wie bitte? Ja, dann zeig uns mal bitte was hier. Was für ich habe gehört, eine Lebensgröße irgendwie. Ja, 1,50 ist vielleicht eine Lebensgröße. 1,55, das ist Dori. Das ist doch kein Frosch hier. Ich habe gehört, Frosch. Da haben unser Freund sitzt draußen, der muss 12 Stunden in der Säule sitzen. Diese Diese. Wer ist das denn? Ach, so ich dachte echt ein Frosch. Hi! Darf man dich gar nicht begrüßen? Oh, well. Hi, hallo! Kannst du mir ja. Hi! Hey, wie lange bleibst du jetzt hier drin? 12 Stunden. Ach so, dann sehen wir uns ja gar nicht mehr draußen. 12 Stunden. Oh Mann, ist ja ich bin gerade frisch reingekommen. Und ist es eine Strafe für irgendwas, oder? Nee, es gab so eine goldene Kugel. Und es hieß, es gibt eine besondere Herausforderung. Entweder nehme ich diese Herausforderung selber an. Die Kugel bedeutet das Schönste, kann aber auch das Schlimmste bedeuten. So, und jetzt durfte ich entscheiden, entweder mache ich die Kugel auf und nehme das auf mich, oder ich reiche es an jemanden weiter. Dann habe ich gesagt, wenn es das gewonnen. Schlimmste ist, das möchte ich nicht Schönste beantworten, dann mache ich das. Und, ja, du bist die Froschkönigin. Wir machen dich zur Prinzessin. Ja, wir müssen abwechseln. Jede Stunde muss ein Team raus und die küssen. Echt? Ja.
Ich hatte das auch damals, da war ich dann zwei Tage blind. Belohnung natürlich. Ja, ne? Hey, was soll's? Sag, spring durch den brennenden Reifen, halt den Kopf in das Maul eines Löwen und sprinte anschließend nochmal durchs Alligatorbecken. Und easy, wenn du das dann überlebt hast, dann kommst du in den reichen Bereich. Hey, was soll's? Da ist das doch noch halb so wild. Was sagt ihr dazu, Jungs und Mädels? Ja. Er hatte dann doch Freunde. Freut euch zum Beispiel. Du hast doch dann mit dem Button gehabt, ne? Wo du drauf gehauen hast. Ja. Wo warst du, auf Mallorca oder Teneriffa? Teneriffa. Ah, schön, ja. Toll, jetzt kriegen wir mal Besuch und ich sitze in der Röhre. Hättest du die mal nicht aufgemacht, die Kugel? Du hast gewartet. Das war cool. Ja. Mann, denk mal, ich war da und wie ist das Gefühl, hier drin zu stehen? Drin, schön. Monat oder 9. Also hätte ich jetzt keine Tochter, würde ich länger bleiben. Ey, da dachte ich, ich bin hier schön. In New York. Ey. Was ja, eine neue haben Welt, wir gesehen. Herzlichen aber Glückwunsch. Danke, eine ganz süße Prinzessin. Ja, wirklich ganz süß. Obwohl, auf Fotos sind die immer noch größer, weil Babys haben immer ein bisschen größeren Kopf. Geil am Strand. Und dadurch wirkt es immer, dass die halt ziemlich groß sind. Das ist eigentlich ganz zierlich. Jeder, der sie jetzt auf Fotos sieht, dann in echt sagt, oh Gott, ist sie klein, ist sie süß. Weil es wirklich ist, so ganz winzig. 6 Wochen, ne? 6 Wochen jetzt gerade. Die Bewohner wussten ja gar nicht, dass ich dort war. Wir dachten auch, ich bin irgendwie ausgezogen. Oder irgendwie. Ja, aber keiner wusste, ist das was Gutes oder was Schlechtes. Ja. Ja. Aber geil, auf jeden Fall. Dann grüßt er es in der Riefer. Er wartet nicht, dass ich mal, sie wollen hier abgeholt werden. Ich bringe mal auf Bahn. Willst du dich draufstellen, so? Hättest du ja mal vorschlagen können, oder? Ja, kannst du wenigstens quatschen. Ich weiß nicht, ob ich das darf. Ja, natürlich. Und wer verpflegt? Oder darfst du überhaupt verpflegt werden mit Essen und Trinken und allem? Hoffen wir mal. Aber 12 Stunden, ich schaue ein bisschen. Ich habe keine Ahnung. Obwohl, ich habe ja mal im Schlafsack. Nicht mehr, nicht mehr. Das war 14 Tage am Stück draußen. Stimmt, da hattet ihr nur so eine kleine Hütte. Ich war alleine mal. Ja, stimmt, im Sommer. Da hatten wir 14 Tage da im Schlafsack, weil ich meine Challenge verloren habe. In Mainz auf 80 Meter und so ein Ding. Ich hatte auch einfach mal sagen, die Challenge verloren. Dann habe ich noch richtig über Big Brother so weiß geschimpft. Dann habe ich gesagt, okay, Junge, das ist der richtige Platz für dich. Leg dich hier hin und es regnet und regnet. Und dann durften wir die Bewohner nur ein bisschen Essen bringen. Und ich musste da wirklich nur bleiben und Katzenwäsche nur ein bisschen machen draußen. Ich denke mal, nach 14 Tagen riechst du wie so ein Puma. Du bist kein Großfan. Dann beschwert sich nicht drauf, ja, manchmal ist schwer, es ist alles nach Qualm stimmt. Ja, man dann, ist ja dann in Rage. Also es gibt eigentlich immer nur Reibereien, wenn man rauskommt. Wir kennen das auch ganz gut, ja. Und dann bei der Bestellung ist es dann ja meistens so, dass ich beschwert bin, weil die Raucher, das kostet natürlich auch. Und dann ist es ja so, aber ihr seid auch kurz vor aber so, dann ist es eigentlich ursprünglich eigentlich durch ihn gekommen, weil er ist nicht Raucher, er hat sich dann beschwert, er wollte keinen Aschenbecher küssen. Aber jetzt ist einfach was ganz anderes. Ja, ging es so. Durch ihn habe ich es dann geschafft. Von das hätte man sich vorher nie so gedacht. Ja, ich bin reingekommen, habe gesagt, kein Sex, absolut. Meine Geschwister, meine Familie, weißt, ich habe mich zu Tode geschämt. So. Und dann habe ich sie kennengelernt nach 10 Monaten. Und dann war es auch wie Luft aufgelöst. Ja, und du denkst, ich bin noch geheim unter der Decke. Keiner blickt das, weißt du, von draußen. Ja, weil man denkt so, wenn man im Schlafzimmer liegt, alles dunkel, ja, sieht ja keiner. In die Tiefe gesprungen. Na, Alex. Habt ihr es gesehen? Und das fand ich auch nicht. Nee, das mach ich auch nicht. Sind wir so auf dem 4 Meter mit der Seilbahn, rennen im Rhein. Ist ganz komplett anders. Und dann hat ihr so einen Schutz. Es ist einfach, es ist richtig geil und man muss die Zeit so genießen. Auf jeden Fall. Wenn man draußen ist, merkst du, die Tür geht auf und dann ist alles wieder normal. Dann geben sie dir deine Sachen wieder und dann ist vorbei. Wie war eigentlich für dich, wo du nach langer Zeit wieder rausgekommen bist, so dieses Umgewöhnen wieder von also ins normale Leben, ging das schnell oder? Ja. Weil du warst ja auch ein paar Tage da. Ich habe jetzt immer noch gespuren, so, ne? Das ist schon 2,5 Jahre. Ich habe mal gefragt bei den Proben. Und? Hat die Tanja länger gebraucht? So 11 Monate ist wirklich. Nö, ist so. 13 Tage haben wir gelesen. Und die sagt, die hat Höhenangst. Ich war das war schon. War hart, ne? Harte Nummer. Naja, war nicht nur scheiße, war natürlich geil. Aber ja, klar. Das ist, die Monate sind einfach krass lang gewesen. Mhm. Echt? Bei uns? Also ich finde, bisher geht das super ratzfatz vorbei. Ja, wenn die man will. Ersten Monate gingen. Aber du musst mal denken, jetzt was ihr jetzt habt, legt das nochmal doppelt drauf. Naja, ja, wenn es zu Ende ist, ne? Ja, wir haben ja anfangs gedacht, es geht gar nicht zu Ende. Dann dachte ich auch, ey,